Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge In the Forest, mit der Axt im Walde. Bei was ist denn überhaupt neu? In the Forest, mit der Axt im Walde. Ja, wir haben uns hier wieder mal zusammengetroffen zu einer ordentlichen Runde Sonnenschein bei einem fast wolkenfreien Himmel. Ja, ja, mit Lagerfeuer. Um hier die neue Version in 0.39, auch diesmal in 0.39b, uns erstmal anzugucken. Ja, um ehrlich zu sein, gucken wir uns heute nicht gerade viel an, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Punkt Nummer 1 ist, die Entwickler meinen, das ist jetzt wieder drin, aus dem Inventar, aus dem Topf heraus, Wasser trinken ist wieder möglich. Ja, ich habe das hier im Vorfeld auch ein bisschen probiert. Ich weiß nicht, entweder bin ich zu blöde dafür oder das klappt so nicht. Ich kann hier den Topf nehmen. Ich kann hier runterlaufen zum Wasser und mir auch den Topf mit Wasser füllen. Ja, den stelle ich dann hier drauf auf das gute Feuer. Und das Feuer gibt mir genau eine Option, denn ich sauf hier direkt aus dem Topf raus. Ja, und ist leer getrunken, fällt auch der Topf hier durch die, ja, durch dieses, ich sag mal, nicht sichtbare Gitter auf der Feuerstelle, so dass man weiß, oh gut, ich kann den Topf wieder nehmen. Ja. Andererseits kann ich auch hier gehen, auch das habe ich probiert, den Topf mit Wasser auffüllen, den einfach mal in der Zwischenzeit im Inventar zu verstauen und dann habe ich hier so polluted water, ja, das nicht sauberes Wasser auf gut Deutsch, ja, habe ich hier drin und ich kann hier endlos raustrinken, wie es aussieht. Ja, die Spielfigur natürlich, die findet das nicht so gut, ja, mit hier einem verunreinigten Wasser. Ich kann aber den Topf aus dem Inventar nicht rausnehmen. Wie gesagt, ich bin vielleicht zu blöd oder da läuft einfach aktuell gerade ein Fehler, aber das ist nicht so wichtig. Ja. Eine der vielen Neuerungen auf der Passagierliste haben wir hier jetzt mehr Personen drauf, denn es befinden sich auch die Tennisspieler und die Rechtsanwälte dabei. Ja. Zusätzlich dazu, in Version 0.39-39b haben die Entwickler gesagt, hier beim manuellen Herstellen von irgendwelchen Gegenständen, wo ich das Zeug hier so rumdrehen kann, gibt es jetzt hier unten nebendran einen Knopf, der darauf hinweist, rechte Maustaste, ich steige aus diesem manuellen Crafting aus. Ja. Ja, war vielleicht ein bisschen irreführend, ja, geht aber jetzt. Wer sich fragt, was ist das Teil hier oben? Ja, das kann ich euch gut erklären. Das ist die sogenannte Schlüsselkarte, Keycard. Ja, die gab's ja als Spielobjekt schon einige Versionen drin, ist aber so im Spiel nicht aufgetaucht, nicht vorhanden gewesen, nicht benutzbar gewesen. Das ist sie jetzt. Das scheint ein Fehler aus vergangenen Versionen zu sein, wo die Entwickler diesmal meinten, oh ja, Schlüsselkarte kann hier jetzt im Inventar aufgenommen werden, beziehungsweise ist sichtbar. Ja, ist hier drin. Finde ich gut. Vor allem auch deswegen, weil hier definitiv die Vermutung offen bleibt, ja, also offen bleibt, sie ist ganz klar in Wahrheit, ja, wo setze ich die Schlüsselkarte ein? Ja, brauchen wir nicht weiter drüber zu babbeln, ja, ihr wisst ja eigentlich alle, die The Forest ein bisschen öfter oder auch intensiver, rundumfassender gespielt haben oder spielen, ja, wofür das gut sein kann, ja gut, weg mit der Schlüsselkarte an und für sich. Tore. Ja, das finde ich ist eine interessante Neuerung bei diesen Toren. Ich kann die aufmachen, das wissen wir bereits alle, von einer Seite her, wo ich das definiere. Ich laufe auch aber mal hier durch, ja, schlitz mir hier einen Busch auf und noch einen zweiten hinzu und stehe hier vorne dran, da kommt auch dieses Symbol. Ja, das ist hier klar zu erkennen, oder auch nicht, aber es ist auf jeden Fall gut zu erkennen. Ich gehe hier ran, drück drauf, Tor ist zu. Ja, und Regen, wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt hier das Tor, ja, von beiden Seiten. Ja, ist besonders lustig. Nehmen wir an, hier hinten kommen Gegner und ich muss in mein Lager, dann laufe ich hier lang und mache hier so und hinter mir geht das Tor zu. Ja, finde ich schick. Ist eine schicke Option, haben die Entwickler ein bisschen mitgedacht. Ist auf jeden Fall gut. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt aus 039 und 039b. Diesmal, denke ich, ist das B für Bertha, B für Beta, nicht gerade lang und weit entfernt. Die Schlüsselkarte ist eine Sache,
Ja, die darauf gut Hinweis gibt. Und die zweite Sache ist, so wie hier einer bei uns aus dem Forum von forum.zweifforest.net, der kennt das ja bereits, heute meinte, oh, ich höre die Beta-Phase langsam mal ankommen. Und ich sag, ja, das ist so. Wir haben hier einen Haufen, wirklich Haufen Änderungen, Verbesserungen, Bugfixing ohne Ende im Bereich Gameplay. Noch viel mehr im technischen Bereich. Ungefähr genauso viel auch bei den Gegnern. Und ein riesengroßer Deckerhaufen im Multiplayer-Modus. Es gibt keine neuen Inhalte diesmal. Ja, in der Version hier gibt es keine neuen Inhalte. Die Schlüsselkarte war bereits vorhanden, das Trinken aus dem Topf. Ja, wie auch immer. Gut, der Exit-Knopf hier oder der Hinweis beim manuellen Craften, ja, sag ich mal, auch gut. Und die Spielerliste, Tennisspieler und Anwalt, Passagierliste, auch gut. Ja, aber wirklich gibt es keine neuen Inhalte. Die gibt es nicht. Dafür ein Haufen Verbesserungen. Die Entwickler, denke ich, machen sich jetzt irgendwo, ja, in Richtung, es geht jetzt in die Beta. Und vielleicht ist das auch nur ein Wunschdenken, aber ich sag mal, kommt, das ist es, ja. Die haben hier jetzt 2 Jahre, über 2 Jahre dran gefummelt. Jetzt kommt das Zeug in die Gänge und ich denke mir, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wann denke ich das nicht bei The Forest? Bis auf einige Ausnahmen. Tolle Tore, tolle Viecher, tolles Wasser, tolles Brot, tolle Kannibalen. Wir haben hier alles zusammen. Und ich sage mal danke fürs Zugucken. Ich mache auch für heute direkt mal Schluss. Es gibt ja auch nicht viel mehr zu sagen. Ja, das war die Axt im Walde. Ich wünsche euch alles Gute. Oh Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall auch kein Regen. Davon hatten wir in letzter Zeit genug. Wir brauchen wieder Sonnenschein im Spiel, so wie in der Realität. Und ich sag mal, 15 Tage sind das Ende. Das heißt, in 2 Wochen sehen und hören wir uns wieder. Ja, bis dahin, alles Gute. Halt die Ohren steif, Leute. Macht's gut. Bis denn. Das war die Axt im Walde. Tschüss.